Moin Leute, seid gegrüßt. Heute hoffentlich endlich mal mit normaler Stimme wieder, so richtig. War ja im vorigen Part schon nur zweite Hälfte des Videos. Mann, ist das ätzend immer mit dieser Stimme. Ich hoffe ja wirklich, dass das jetzt normal aufnimmt. Also, ja. Ich könnte natürlich jetzt auch gucken und so, aber ja, auch keine Lust, da wieder rauszugehen. Ja, ist halt so. Also, ich hoffe, mit richtiger Stimme. Ansonsten muss ich richtig doll laut reinsprechen, damit sich das noch bekloppter anhört. Nein, wir hoffen natürlich nicht. Heute steht das Spitzenspiel an, nämlich Wacker Innsbruck. Das sind wir gegen FK Austria, den Tabellenführer. Mit Abstand. Den Tabellenführer. Ja, also das wird hoffentlich mal eine richtig gute Partie. Wir sehen hier die News vom 28. Match, wenn der Dambo trifft dreimal. Ja, unser Pro, der ist gut drauf. Der ist im Moment echt richtig gut drauf. Und ich bin echt gespannt, wie wir diese Partie spielen. Ich habe wieder lange, lange nicht gespielt. Ich hoffe, dass ich hier nicht wieder komplett ablose. Partie spielen. Und die haben sogar eine Verletzung. Einen Verletzten. So, die haben Sieg, Niederlage, Unentschieden. Also, auch nicht ganz so souverän. Die letzten beiden Spiele. Wir schauen mal, was wir da abgreifen können, ne? Oh, Flachpass. Er gibt mir das immer wieder, wahrscheinlich, weil der Computer auch weiß, dass ich das nicht kann, ey. So, komm. Ich ziehe es ja jedes Mal durch. Echt, richtig. Alles kein Problem. Aber gleich. Auch noch Subi. Auch Subi. Zack. Und jetzt habe ich hier 7 Versuche. Und kacke ab. Und kacke einfach nur ab. Es ist echt so zum Kotzen. Es riecht mich so auf. Oh. Dagegen zu sein. Oh nee. So. So. Ah, stopp den Ball. Och nö. Das ist unglaublich, oder? Wieso schaffe ich das denn nicht? Mann! Ey, ich dreh das so durch, ey. Ey, es gibt's nicht. Es ist so unglaublich. Ich schaff diesen einen nicht. Mann, ey. Lass mich doch in Ruhe hier. So. Dambo gegen den Tabellenführer. Natürlich mit seinem Team. So, und wir hoffen, dass wir unsere Leistung hier... verbessern müssen wir uns gar nicht. Wir müssten echt nur an der Leistung anknüpfen. Denn zuletzt haben wir wirklich, wirklich gute Spielchen gemacht. Oh, langer Ball. Jawohl. Oh, da hat er uns gesehen. Aber wir konnten da gar nichts machen. So, Pressing, Pressing, Pressing. Gleich mal zeigen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Jungs, kommt. Da läuft er in die Lücke. Komm schon, außen, außen. Sehr gut. Jawohl. Ah, schade. Jawohl. Oh, nee, Junge, warum nimmst du den denn nicht an? So, Attacking. Ah, nee. Sehr gut. Also, FK Austria mit leichten Nervositäten. Ah, oh, schade, wollte ich es mal versuchen. Mit leichten Nervositäten, Fehlpässe zeichnen sich ab. Und das bringt uns zu den ersten schönen Chancen. Oh, nein. Da stehe ich hier schon vom Stuhl auf. Will jubeln zum 1-0. Was für eine Ecke. Und was für ein Kopfball, bitte. Über den Torwart. Da geht er auch schon wieder mit in die Abwehr rein. Meine Güte. Richtig dicke, dicke Chance. Für unser Pro. Für den Dambo. Oh. Was war das? Ich habe gar nicht auf ihn geguckt. Ecke oder was? Jo. Ah, ey. So, er darf sich gar nicht da
Jetzt gleich hinterher da. Mann, Mann, Mann. Ah. Was eine Chance. Was eine Chance. Schön gesehen. Ah, oh, da war ein bisschen zu doll dann doch. Komm, attackieren. Ah, kann man da ein bisschen schon retten. Ah, komm so ran. Mann, Mann, Mann. Also wirklich. Wirklich schöne Chance. Ich habe hier echt schon gestanden. Ich dachte, das Ding ist echt drin. Aber auch schöner Spielzug jetzt von FK Austria. Ja, wir werden ein bisschen nachlässiger. Was natürlich zwangsläufig dazu führt, dass die ein bisschen mehr Druck aufbauen können. Ah, schön gespitzelt. Den Ball vom Fuß gespitzelt. Jawohl, schön gesehen. Dabo auf weiter Flur. Ganz alleine. Was macht er? Nein! Nein! Er semmelt das Ding drüber. Ah! Ich glaub's nicht. Meine Güte. Zwei dicke Chancen. Vergeben. Ah! Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Mann. Schön gerettet. Ah. Boah. Was war da? Oh, Freistoß. Ich habe gar nicht mehr geguckt. So, komm, semmel das Ding rein da. Komm. Oh, alter Schwede, ey. Die fährt im Hintergrund. Ey. Mann, wie ärgerlich. Zwei dicke Chancen für unser Dambo. Ah, oh, wobei die zweite, da hätte er echt mehr draus machen können. Ich hatte versucht, mit R2 da so ein bisschen einen gezielten Schuss hinzubekommen. Aber das war wohl nix. Oh, nee. Jawohl. Ach Mann, das ist echt nervig und ärgerlich. Hey! Wohl! Ah. Mann! Schön gefordert den Ball, aber. Ah. Hat die Lücke da gesehen? Wurde auch gut angespielt, aber leider nicht so wirklich zu gebrauchen, das Ding. Oho. Ah. So, komm, Attacke da jetzt, komm. Sehr gut. Mann. Jawohl, schön gesehen. Ah, nein. Da wollte ich da vorbei. Ah. Ja, normalerweise ist die Devise Ball verloren, Ball erobern. Aber der hat hier schon die Zunge auf dem Boden. Unser Dambo. Schön. Oh, Alter! Viel zu lang! Oh, nee! Ah, wie ärgerlich hier. Die erste Halbzeit gleich rum und wir haben echt richtig gute Möglichkeiten schon gehabt. Davon zwei dicke. Mindestens eine hundertprozentige. Oh, nee, echt. Darf man gar nicht drüber reden. Über so eine Statistik, ey. So ein Team hat es ja nur verloren zu hat sie nur verdient zu verlieren, so wollte ich sagen. Nö, von mir? Oh, ich bitte euch. Das habe ich irgendwie anders gesehen.
So, Dabo. Mach mal was da mit der Pille jetzt. Boah, da wollte ich die Flanke bringen. Ah, Halbzeit. Also ich bin nur stark, wenn ich vorne den Ball kriege und dann... Aber selbst dann... Oh, echt. Dickste Chance da. Und Mann, ey. Weil das ist ein Zielwasser, wäre nicht schlecht. Ah. So, Jungs. Das Ding, das wuppen wir hier noch. Und am besten wäre, wenn ich einen mache. Jo! Jo! Nein! Ah! Nein! Nein, 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 nein! Wieder so eine dicke Chance. Aber diesmal wollte ich nicht den Spitzeln. Die Abwehrspieler sind ja auch so unglaublich schnell dran dann, wenn man da irgendwie zögert. Man muss vorher schon entscheiden, während man aufs Tor läuft, wie bringe ich den jetzt aufs Tor. Jo, zieh, zieh ab! Jo, oh, nö. Mann. Jungs, komm schon, keine Konter zulassen hier, keine Konter. Oben läuft er, oben läuft er, oben! Sehr gut. Ah, ey. Mich gleich mit umgeschubst. Mann, 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 Mann. Und ich laufe schon wieder auf dem Zahnfleisch hier. Abfangen, abfangen die Pille da. FK Austria wirklich noch nicht sehr viel zum Spiel gekommen hier. Was ja gut ist, aber das ist immer so eine tickende Zeitbombe. Wenn wir vorne die Chancen nicht machen, dann reicht meistens ein Konter, so wie jetzt hier auf einmal, das Ding da irgendwie ganz eklig zu wuppen. Mann! Hat er nochmal direkt abgezogen, ne? So, Wechsel auf beiden Seiten. Eieiei, 60 Minuten sind um. Immer noch 0 zu 0. Das muss echt ein Dreier werden. Das muss ein Dreier werden. Nix. Der war aber echt ganz knapp. Gefährlich, gefährlich. Das ist es nämlich eben. Das ist so eine tickende Zeitbombe. Und da reicht dann ein Angriff. Obwohl wir die schlechtere Mannschaft sind. Und zack, steht hier 1-0 für die. So, Jungs, kommt schon. Ah, warum bist du nicht mitgelaufen? Ich wollte ihn dir... Verdammt, ey. Kriegt ihr nicht unter Kontrolle, das Ding. Nein, ich hatte ihn doch schon. Junge, den musst du aber haben jetzt. Komm schon. Alter. Jungs. Oh Mann, ey. 70 Minuten gleich gespielt. Oh. Oben, da kommen wir nicht so schnell ran. Mann, 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 was ist denn hier los, ey? Nein, oh, dicke Chance schon wieder. Mann, stellt sich doch noch einer davor. So ein Mist.
So ein Mist. Oh Mann. 80 Minuten gleich. Ja, oh, das wird ein 0-0, ey. Sehr gut. Ja! Oh, mach ihn, bitte mach ihn, ey. Nein! Das gibt's doch nicht, ey. Oh, Mann! Dabo! Jawohl! 81. Minute! 1-0! Schön gesehen, schön mitgelaufen. Was für ein Pass. Eiskalt verwandelt. Klasse gesehen da. Und dann zack, die kurze Ecke genommen. Ich war mir nicht sicher. Wollte erst die lange Ecke nehmen. Ganz, ganz starker Pass. Uneigennützig. Er hätte auch selbst abziehen können. War natürlich auch nicht so eine schlechte Position. Aber super gemacht. Saurer geht für Virgette. Ne, Virgette. Virgette. So, und jetzt heißt es Ergebnisverwaltung, liebe Freunde. Auch wenn nicht schön, aber effektiv. Hey. Ich werde hier auch immer umgeholzt. Es sei denn, wir können da noch einen drauflegen, aber darauf will ich hier gar nicht. Du bist alleine, zieh ab. Jo. Hintermann. Jo, zieh. Oh. Pfosten. War auch abseits. Jetzt brennt hier die Hütte. Zack, da voll raufgehalten. Ohne Rücksicht auf Verluste. Na, oh, Mann. So, auch Austria will nochmal wechseln. Wahrscheinlich nur Offensive bringen. Grünwald. Er geht schon auf die linke Seite. Also wird wohl ein offensives Spieler sein. So, Jungs, jetzt muss hier aber echt das Ergebnis gehalten werden. Also anders wäre blöd. Genau. Oha, auf die Konter aufpassen, Jungs. Was ist da los? Schön ausgedribbelt. Schön, Dabo! Zieht er nochmal drauf aus der zweiten Reihe. Und ich habe ihn nicht gefordert. Er hat einfach abgelegt. 90. Minute und kein Abpfiff. Bitte jetzt nicht noch einen Angriff für die. Genau. Sehr gut. Dabo! Mach den Sack hier zu! In der 90. Minute, in der Nachspielzeit ja eigentlich schon, erobern wir uns den Ball und laufen uns da richtig gut. Da, zack, macht er den Querlauf und zieht da mal direkt ab. Wunderschön, 2-0. Das dürfte es doch gewesen sein jetzt. Ah, sehr gut. Und den letzten Ball auch noch abgefangen. Wunderschön. In der 81. und in der 90. innerhalb von 9 Minuten, wenn man denn so will. Eigentlich war es ja in der Nachspielzeit, vielleicht noch ein bisschen mehr. Also innerhalb von 10 Minuten, sagen wir mal, das Spiel hier entscheidend gedreht. Ja. Und Austria sichtlich enttäuscht. Das waren 3 Punkte, die ihr eben mal liegen lassen habt. So, da hätten echt noch mal ein paar mehr Tore fallen können eigentlich. Also mal auch aufs Tor gedrischt, aber das war ein Weltklasse-Pass. Also und schön verwandelt auch. Und da auch der Querlauf. Also richtig schön zu sehen hier. Zack, dann aus dem Rückraum rollen der Ball direkt abgezogen. Ja, das Spiel hat mir gefallen. Die Spielbewertung von 9,5. Absolut gerechtfertigt. Zu 2. Gegen den Tabellenführer. So muss das gehen.
Die anderen Ergebnisse kann man hier einsehen, ist mir relativ egal. So, Fußballverband Deutschland in der Auswahl fürs National... Daniel, ich wollte dich nur darüber informieren, dass ich dich für die kommenden internationalen Testspiele für den Deutschlandkader ausgewählt habe. Mexiko 10. November, Polen 14. November. Wir sind gerade noch dabei, mit den Innsbruck-Vertretern die genauen Termine festzulegen, um deinen Einsatz für uns auch wirklich zu ermöglichen. Ich freue mich schon darauf, dich als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen. Welche Spieler für die Startelf vorgesehen sind, werde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Mit freundlichen Grüßen, Trainer Fußballverband Deutschland. Sehr cool, da freue ich mich sehr drauf. Vielleicht habt ihr das Tröten gerade gehört, der Steven bekommt mich gerade besuchen. Damit ist die Folge hier zu Ende. Ja, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut!